Welche Bedeutung, welche Botschaft hat das Krafttier Luxuspudel? Herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Sonja Neuroth. Ich bin Coach und Künstlerin und ich male gerne Bilder von Tieren, von Krafttieren und übersetze dann auch deren Botschaft, schreibe dazu noch was auf. Und 36 dieser Bilder und Botschaften gibt es eben in meinem Krafttier-Orakel kreiere mit Krafttieren. Und einer davon ist der Luxuspudel. Vielleicht ein bisschen außergewöhnliches Krafttier, aber es hat sich mir so gezeigt und wollte unbedingt mit rein in dieses Kartendeck. Und vielleicht hast du gerade die Online-Version meiner Karten gezogen oder hast schon dein Krafttier-Kartenset da und möchtest einfach noch ein bisschen mehr dazu hören. Ja, der Luxuspudel, lustiger Name, der möchte uns dazu einladen, inspirieren, uns selbst auch mal mehr zu feiern. Nicht im Sinne von, boah, ich bin der Geilste und keine Ahnung, ich bin besser als alle anderen, sondern in dem Sinne, dass du mal anerkennst, was hast du eigentlich schon alles geschafft in deinem Leben? Worauf kannst du auch mal stolz sein und musst da auch keine Angst haben, oh, das darf man aber nicht, das ist doch moralisch verwerflich. Was, wenn du dich feiern darfst, so wie du bist, und du darfst sogar auch deine Macken feiern? Auch mal das, wo du sagst, ja, okay, das sind jetzt Schwächen von mir, aber okay, so bin ich einfach. Heißt nicht, dass das alles immer so bleiben muss. Natürlich darfst du dich verändern, wo du merkst, oh, war jetzt auch nicht so cool, was ich da gemacht habe. Aber was wäre, wenn du dich befreien darfst von diesem Vorurteil, man ist dann eingebildet, arrogant und stellt sich über andere nur, weil man sich selbst auch gut findet. Was, wenn das eine das andere nicht ausschließt? Also, dass du dich gut finden darfst und dass du auch andere gut finden darfst und dass du auch wirklich andere inspirieren darfst, dadurch, dass du bist. Und kann es vielleicht sein, dass du dir manchmal selbst nicht so viel gönnst, also dass du andere eigentlich über dich stellst und eher für die was machst, eher denen hilfst als dir. Was aber wäre, wenn du genau damit eine Inspiration für andere bist, wenn du es dir auch mal selbst gut gehen lässt? Wenn du nicht dich sozusagen rausnimmst aus der ganzen Gleichung, sondern dein Wohlbefinden da auch mit reinspielt. Und ja, da ist der Luxuspudel einfach an deiner Seite, um das Ganze ein bisschen humorvoller und mit Leichtigkeit zu sehen. Wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, über diese Karte und auch über andere Krafttierkarten, dann ja, schau doch mal in mein Krafttier-Impulskartenset. Das kannst du dir nach Hause bestellen, wenn du magst. Da gibt es eben in der Beschreibung zu diesem Video einen Link für dich. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit deinen Talenten, mit deiner Kraft und auf deinem Weg.